Zack und zack. Da dann. Zack und zack. Okay, ist da und ist da. Da. Nur mein Wasser ist nicht da. Bom. Ja. Können Sie mal das Opening einfach mal durchlaufen lassen? Guten Morgen. Wunderschönes Opening. Lädt mein Chat überhaupt gerade? Ich hab keine Ahnung. Ah, okay, doch da. Hi. Oh, ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist ein bisschen laut gerade. Jedenfalls kommt es mir gerade ein bisschen laut vor. Oder was sagt ihr dazu? Laut oder leise? Habe ich dich erschreckt? Ups. Kenne ich aber. Ich hatte es auch gestern, dass ich da irgendwas geguckt habe. Plötzlich höre ich im Hintergrund eine zweite Stimme und denke mir, wumm. Hallo. Ach ja, Fire Emblem Awakening. Bestes Spiel für den 3DS. Super so. Okay, sehr schön. Ich glaube, ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, das ist das beste Spiel, was es bisher für den 3DS gibt. Für mich zumindest. Ja, ich brauche noch etwas. Das war nämlich meine Pairing-Liste. Wollen wir das denn? Da. Gut. So. Ich kann jetzt einmal kurz mal zeigen, was der Grund für diesen Stream ist. Das hier. Ich habe es verkackt, Brady den Wirbelwind von Maribel zu geben, weil ich nicht gemerkt habe, dass, ja, Maribel nicht mehr den Wirbelwind als letzte Fähigkeit hatte, sondern zwischendurch noch Magie sammeln gelernt hat. Deswegen hat Brady keinen Wirbelwind bekommen. Deswegen mache ich das Ganze nochmal von Anfang. Weil ich möchte, dass er Wirbelwind hat. Das waren jetzt wie viele Stunden Spielzeit? Fast 13 Stunden Spielzeit, die ich mir quasi jetzt mal eben wegschmeiße. Einfach nur, weil ich da eine Mission verkackt habe. Ja, und dann dachte ich mir, komm, das kannst du auch genauso gut als Stream einfach nochmal machen. Wieso auch nicht? Ist ein schönes Spiel. Ich kann von vornherein sagen, wir werden alle Cutscenes überspringen. Wir werden auch die Kämpfe einfach so schnell es geht einfach machen. Und ja. Einfach nur so schnell wie möglich die ganzen Pairings zusammenbekommen und so schnell wie möglich Wirbelwind zusammenbekommen. Genau, der Stream von Sven hat zu viel von meiner Aufmerksamkeit gefordert. Ich hätte da noch einen anderen Spielstand, nämlich den hier mit 63 Stunden. Wo ich auch schon ein kleines bisschen mehr gemacht habe. Moment. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Da sind so manche schon auf Maximum. Aber da habe ich nicht alle mit, ja, mit Wirbelwind. Von daher dachte ich mir, komm, du machst einen neuen Spielstand, wo so viele Leute wie möglich Wirbelwind lernen können. Das wären, wann hast denn jetzt? 14 Leute, glaube ich. Habe ich es mir ausgerechnet? Ne, 15. Ja, 15 müssten es sein.
an sich erstmal auch alle Kinder außer dreien. Ja. 15 Leute sollen Wirbelwind können. Jetzt mal abgesehen von 3 extra Charakteren und naja. Gut, ich würde sagen, wir können mal direkt ein neues Spiel beginnen. Ganz normal auf normal. Auch mal klassisch. Wenn schon, denn schon. So, und wir müssen natürlich einen männlichen Charakter nehmen. Ich brauche jetzt mal einen bestimmten Gesichtsausdruck. Welcher war das? War der hier? Nee, hier war der, ne? Wo war dieser Gesichtsausdruck? Das hier war das, ne? Der ist nur bei dem Kleinen mit dabei. Ich fand den bei Christian schon so schön. Ich denke mal, ich werde den auch nehmen. Wobei... Was haben wir denn sonst noch hier für Frisuren und Gesichter? An sich würde ich ja sehr gerne eine Frau nehmen, aber ich brauche leider den männlichen Charakter. Dann nehmen wir dich. Ist aus wie Libra damit. Ja, komm. Nehmen wir den Kleinen in diesem Stoned-Blick. Mit... Das hier macht ihn nebenbei sehr weiblich. Mit dieser Wirbelwind-Frisur hier. So, Haarfarbe. Ich glaube, das ist dann die Haarfarbe, die meine Tochter dann bekommt. Von dem Charakter. Kurze Frage an die, die es wissen. Die Haarfarbe, die der Avatar hat, das ist die Haarfarbe, die auch dann seine Tochter bekommt, oder? Also eben nicht Lin Fan, sondern die andere. Und Lin Fan bekommt die Haarfarbe seiner Mutter. Ihrer Mutter. Ne? Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Wann bin ich aufgestanden? Gegen 7:30? Ich müsste das doch mal kurz nachschauen. Ich würde es gerade echt genau wissen, wie das nochmal ist mit den Haarfarben. Wenn, dann möchte ich auch der anderen, der zweiten Tochter, auch eine ordentliche Haarfarbe geben. Ja, genau, es kommt wirklich vom Avatar. Gut, was geben wir dir denn für eine Haarfarbe? Was sieht denn am coolsten aus? Geben wir ihr rosa oder blond? Ich glaube, ich nehme wirklich rosa. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Ja. Stay calm. We can do it. Here's how it's done. Thanks. Let's do it. Thanks. Nehmen wir die Stimme einfach. So. Zack, einfach mal schnell benennen. Ja, du heißt Jan, du hast am 3.8. Geburtstag. Glück kann ruhig senken, bester Wert. Na, was nehmen wir denn diesmal? Stärke oder Magie? Ene, mene, mu und raus bist du. Okay, wir nehmen wieder Stärke. Yes! So, alter Spielstand. Tschüss. Spotteilungen, ja. ...80 Leute schauen zu. Sehr schön. Guten Morgen an euch alle. This is it. Our final battle.
Wie gesagt, wir überspringen alle Cutscenes. Ich werde wahrscheinlich nicht eine einzige wirklich sehen. So. Als allererstes Optionen. Kampfanimation aus, sonstige Animation aus, Spielgeschwindigkeit schnell. Tutorials aus. Eigene Autokampftaktiken. Ich weiß gerade nicht, was das nochmal war. Ich glaube, der Rest passt so. Right. So. Are you ready? Puff. Na dann hau mal drauf. Ich glaube, den Kampf kann man eigentlich... ja, eigentlich nur sehr schlecht verlieren. Aber, naja. So, Puff weg. Auf welchem Schwierigkeitsgrad? Auf normal einfach. Ich mag den schweren Schwierigkeitsgrad nicht. Weil man sich da wieder zu sehr aufpassen muss auf hier und da und alles Mögliche. Das ist mir zu doof. Ich spiele einfach ganz normal, dann kann ich es auch ganz angenehm spielen. Shall we then? Shall we? So, jetzt muss ich schauen. Jegliche Frauen ganz weit weg von Chrom. Und zwar ganz, ganz weit weg. Lissa ist die einzige Frau, die Chrom näher da kommen darf. Really? Ja, komm. Nimm mal dein Donnerschwert in die Hand. Ja, fast. So, und Lissa stellt sich mal dahin. Hier, friss Schwert. Schwert. So, du kannst ja mal... nein. Immer fix heilen. Du musst nämlich auch noch ganz viel leveln, Lissa. Puff, weg. Waffenfertigkeit erhöht. Ja, das ist auch schon mal ganz gut. So, Puff, weg. Sumir wird auch ganz weit weggehalten. Also Chrom bekommt Olivia ab. Ja, ich merke schon, Jan hat keinen Bock. Ich finde die englische Synchro viel schöner als die japanische. Das sind so viele schöne Tails-Charaktere, die hier mitreden. Oh, ich habe einen Riesenbogen bekommen. Sehr gut. So, du kannst mir keinen Schaden machen, dann beenden wir das eben mal fix. Und auch nicht, weil es nicht reicht. Egal, es reicht gleich, wenn er mich angreift. So. Nee, so mir, glaube ich, bekommt er nur ab, wenn man sonst keine andere da irgendwie mitmacht. Ich habe keinen Bock. Ich finde das seit Christians Stream so schön, dass er mir diesen Stoned Chris gezeigt hat. Der ist so genial. Jetzt haben wir auch einen Stoned Jan. Wobei er den, ich habe keinen Bock, Jan. So, springen. Skip it all. So. Hier, du bekommst deinen besten Freund Frederick an die Hand. Und alle sind glücklich. Eine Schocklanze. Oh, das ist eigentlich eine ziemlich gute Waffe, oder? Stimmt, das ist die Magie. Ja, quasi das Pendant zum Donnerschwert. Cool. So, Lissa, du hast jetzt in diesem Kampf nichts zu tun. Bleib einfach irgendwo ganz weit weg. Wenn man wirklich gar keine hat, dann kriegt er wirklich einfach irgendeine Bauerin. Oder Bäuerin. So. Ja, Virian, du kriegst sowieso keine Aktion hier. So, dann gehen wir mal dahin. Gut, du machst mir schon mal gar keinen Schaden.
So, dann machen wir dich noch kaputt. Ich hätte vielleicht das Magiebuch nehmen sollen. Naja. Was ist mit der FAQ passiert? Stimmt, das habe ich, glaube ich, mal letztes Mal noch gar nicht erwähnt. Oder gestern beim Stream. Ich habe unten mal ein kleines bisschen bei den Regeln und alles Mögliche aufgeräumt. Guckt einfach mal bitte einmal kurz dahin, dann seht ihr, was so allgemein die Regeln sind. Allgemein gucken auch an die Mods, ihr könnt auch mal gerne nochmal genau reinschauen. Ich habe jetzt genau geschrieben, für was es alles Timeouts gibt und für was es alles, für was es Timeouts gibt, für was es Bans gibt. Ich habe es alles mal ein bisschen genauer geklärt. Schaut einfach alle mal einmal kurz hin, seht, was ihr machen könnt und was ihr nicht machen könnt. Und dann können wir hier einen ganz gemütlichen Stream hoffentlich machen. So, na toll, stehst genau immer noch im Weg. So, kloppen wir den Boss mal eben um. Hoff, hoff. Ach, Frederick hat sogar mitgemacht. Wie nett von dir. Und zack, tot. Und nächste Mission geschafft. Wunderbar. Skip it all. Don't need. Unterstützungsgespräche. Ja, komm. Skippen wir auch alle. Einfach nur, damit der es da ist, damit die da einen besseren Bonus haben. Ja, eigentlich sind es wirklich sehr simple Regeln. Ja, die standen nebeneinander. Ja, wenn es nur ein, zwei Mal ist, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Aber es darf halt eben nicht zu viel kommen. So, Stell. Du bekommst Muriel, das heißt, die kommt gleich. Dann lasse ich einfach hier unten stehen. So, du hast hier schon mal deinen Mann gefunden, Lissa. Du nimmst den. Du nimmst den und Jan läuft weiterhin alleine rum. Wie sieht deine Verteidigung eigentlich aus? 6. 12 Angriff, 12 Angriff, 14 Angriff. Autsch. Oh, die haben doch ein bisschen viel Angriff. Guten Morgen, Jim. So. Ja, ich habe das MKR-Forum auch verlinkt. Einfach mal für die vielen Pokémon-Fragen, die immer so aufkommen. Dachte ich mir. Ich hoffe mal, ihr habt nichts dagegen. Im Forum. Kannst den da einmal grillen? Kannst du nicht? Dann stell dich einfach irgendwo hin. So, und du stellst dich da hin. Diesmal nicht mit dem Auto auf dem Weg von der Arbeit. Ja. Wow, schon schnell genug, dass ich zweimal angreifen kann. Und Waffenlevel D. Na, da bist du nicht schnell genug. So, hallo Muriel. So. Tauschen war das. Nimm mal die Axt. What? What? So, du verkuppelst dich dahin und du heilst mal. So, du machst den da kaputt. Hoff. Du hast ein Vivillon Jet 666 genannt. Ach, wieso auch nicht? Freut mich, wenn mein Name euch als Pokémon dienen kann. Vielleicht bringt das Pokémon euch ja auch was. So, und Jan darf noch hochlaufen. So, dann kannst du noch deinen Bruder heilen. Habe ich gerade Frederick geheilt? Nee. Sah gerade so ein bisschen komisch aus.
Jan kann dahin laufen. Sully kann dahin laufen. Ach fuck, jetzt habe ich die wieder zusammengesetzt. Na gut, wird schon nicht so schlimm sein. Oder? Bekommen die Punkte nebeneinander? Ja, bekommen sie. Na gut, dann packen wir die gleich wieder auseinander. Mylord. So, einmal weg. Hey, da hat Jan auch endlich mal wieder ein Level up. Naja, immerhin etwas gestiegen. Gut, ich muss jetzt aber aufpassen, dass ich die auch nicht zu oft nebeneinander hinstelle. Wir wollen die ja jetzt nicht aus Versehen verperren oder so. So. Geben wir Sully mal eine kurze Pause, dann können die da hinten vorne ein bisschen weitermachen. Uff. Und Frederick hat auch gern ab und zu mal drauf. Wow. Das war eine schöne Wertesteigerung, Chrom. So. Jetzt will ich gegen Muriel. Wer kommt da dran? Das bist nur du, ne? Ja, du hast einen Angriff von 11. Eine Verteidigung von 5. Ja, gut, das sollte passen. Melissa steht zur Heilung in der Nähe. Und Sully. Du musst eh noch auf deinen Mann warten. Von daher. Ah, gut, es ging sogar daneben. Sehr schön. So, und tschüss. Und noch ein Eisenschwert. So, gehen wir dahin. Vielleicht haben wir ja Glück und da kommt ein... Nein, kein Perfeld. Ja, ich habe eine Axt. Was für Waffen bitte bekomme ich hier gerade so alles? Ja, echt. Wow. So. Dann grill ihn noch kaputt. Und tschüss. Irgendjemand Schaden? Nee. Nee. Schade. Du hast Fernangriffe. Eine 1%ige Chance zu kritten. Nett. Grrr. So, jetzt hat jemand Schaden. Hey, ich habe einen Schaden. Haha. Haha, haha. So, heil mal. Hast du bald ein Level Up? Hast du sogar ein Level Up schon? Yay. Plus 1 auf Glück. Und Waffenlevel D. Das ist auch sehr schön. So, nochmal heilen. Und den Rest macht. Hoffentlich Muriel. Das reicht noch nicht. Aber wenn Jan jetzt einmal draufhaut. Ha, daneben. Reicht es jetzt aber. Gut. Muriel hat den Schluss gemacht. Null Stärke hat sie. Nicht schlecht. So, und Chrom und Frederick sind trotzdem hier die Helden. Axa. Der Axa-Kunde, nicht mehr der Exa-Kunde. So. Auf zur nächsten Mission. Reich der Krieger. So, wir hatten nochmal Unterstützung. We're in with Sully. Okay. Und Stahl mit Muriel. So, wer darf denn draußen bleiben? Virion. Dich brauche ich nämlich nicht. Brauche ich Callum? Nein. Callum brauche ich auch für keinen Pairing. So, Moment. Erstmal kurz die Einheiten hier richtig hinstellen. So wie die quasi hier partnerschaftsmäßig stehen. Jan ist alleine. Lissa und Veik sind ein Pärchen. Stahl und Muriel. Und Sully ist auch alleine. So, Inventar. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen aufräumen. Das brauchen wir nicht. Du brauchst auch keine Silberlanze jetzt zu verschwenden. Mal die Eisenlanze einfach. Riesenbogen brauche ich nicht. Axtzähmer brauche ich nicht. Du bist eh nur die Axt. Du bist eh nur zweite Wahl für Muriel.
Moment. So. Hat das Eisenschwert auch nicht. Und Sully könnte eigentlich schon ein Bronzeschwert nehmen. Würde ich nicht noch dran lernen. Und der auch. Na dann. Moment. Leute umstellen. Gut, du musst sowieso nach links gehen. Das heißt, du kommst auch mit nach links. Das heißt, du gehst nach rechts. Gut, hier links ist wahrscheinlich eher die Monsterfraktion mit dicken Schaden. Ich kann ja Callum einfach mal Sully geben. Dann kriegen die auch keinen Schaden. Das heißt, der ganz andere Zeug kann nach rechts. Ach ja, Sumir kommt ja auch noch. Sumir, du bekommst deinen Mann auch erst sehr viel später. So, Boss besiegen. Wie viel Verteidigung hast du eigentlich? 8. Das dürfte eigentlich reichen, um hier ein paar Angriffe auszuhalten. Ja. Locken wir mal die Gegner hier hin. Hier kommt alles dran. Du kommst dran, du nicht. Okay, deine nur. Locken wir mal die Gegner hier hin. So, du stehst als Heilerin dahinter. Kommst du bis da hinten drin? Okay. So, einmal reden. Und warten. Weil eigentlich kann ich ihr hier ihr sie geben. Oder gebe ich ihr doch lieber... Das würde sich eigentlich viel mehr lohnen. Ja, komm. Stell dich mal dahin. Und Jan bekommt zu mir und stellt sich hier hin. Daneben. Pariert. Angegriffen. Okay. Callum, der Ninja in der Klapperrüstung. So. Yep. Das ist echt gerade ein schönes Mörder-Duo. Die beiden da unten. So, jetzt tue ich nochmal ein bisschen Schaden. Jetzt muss ich gucken. Kriegst du einen von denen kaputt? Beim besten Willen noch nicht. Ist doch gut, Schaden. Wieso haben die alle eine Crit-Chance? Meine Güte. Weil ich so wenig Glück habe wahrscheinlich, ne? Die haben alle mehr Glück als ich. Du kriegst ihn schon mal nicht tot. Kriegt sie ihn tot? Nee, natürlich auch nicht. Das heißt, ich krieg maximal einen von denen nur tot. Ja, auch so knapp. Selbst der hat eine 1%ige Crit-Chance. Ach, komm. Scheiß drauf. Zack. Schade. Ich dachte, vielleicht würde es zu mir mit angreifen. So, was mit dich noch vorne? Wie viel Schaden hat der denn? 13 und 12. Du hast eine Verteidigung von 5. Das heißt 8 und 7. Das überlebst du. Komm, ich glaube, wenn der eine hinkommt, kommt der andere nicht mehr dran. Ja, es kann eh nur angreifen. Einer angreifen, von daher passt's. Ah, der will mich noch nicht einmal angreifen. Und diesmal greift zu mir sogar mit an. Sehr schön. Ah, und Verteidigung hoch. Das ist sehr gut. So, einmal weg. Na, was macht ihr heute Morgen so? Wann seid ihr denn so aufgewacht? So, ein Türschlüssel. Und zack, weg. Und tschüss. So, hier nochmal heilen.
Um 6, um 4, um 8. Wir sind auch recht früh aufgestanden. So. Darüber. Hier nochmal heilen. Du kommst Stärke dazu. Ja, das kannst du brauchen. So. Wobei, ja, das verfällt natürlich für Lissa und Wyke. Ja. Jetzt habe ich die beiden das gemacht. Halbelf an dem Samstag und 130 Zuschauer. Sehr schön. Guten Morgen, Micha. So, einmal aufmachen. Und angreifen. Immerhin macht er mir auch nicht gerade viel Schaden. Und es hätte ja sein können, dass Callum mithilft. Du hast den Schlüssel, das ist nicht gerade gut, aber egal. So. Na egal, dann behalte mal den Schlüssel. Autsch. Na komm, Callum, einmal! Jetzt einmal draufhauen müssen, mein Lieber. Muss es halt Chrom machen. Ich habe keine Tiergeistform zum Schippen. So, da oben einmal. Wo waren wir es hier? Diesen Bogenzähmer. Oh ja. So, dann einmal hier die Tür aufmachen. Und Jan darf den Typen grillen. Sehr gut. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Wer freut sich schon auf Just Dance? Wahrscheinlich sehr viele in diesem Chat. Waffenlevel C schon, hui. Nicht schlecht. So. Eigentlich müsste ich Sumir kämpfen lassen. Wie kommst du? Du hast eine Resistenz von 0. Das heißt, du bekommst 18 Schaden. Ja toll, dann stupst du mir ganz genau weg. Okay, andersrum. Du hast eine Verteidigung von 4. Das heißt, wenn ich hier mit... Moment. Das heißt, du kriegst 10 Schaden. Ich habe 11 Geschwindigkeit. Okay, ich kann nur einmal angreifen. Perfekt. So, dann kann Sumir auch mal ein bisschen was machen. Dich weg. Heute um 17 Uhr geht's los. Weil locken wir die Gegner mal eher hier hin als... What the fuck? Krütet mich die Sau erstmal weg. Und dann greift zu mir mit an. Na toll. Ich glaube, das ist ein bisschen Glück. Das wenig Glück, was ich habe, erweist sich gerade als sehr nachteilhaft. Ich habe gerade meinen ersten Crit abbekommen. Das war nicht gerade toll. So, wie viel Schaden? 15 Schaden machst du. Aber du bist tot. Wie ich den Schaden ausrechne, ist ganz einfach. Ich kann es gleich mal demonstrieren bei dem nächsten Gegner da. So, ihr könnt mal schauen. Würde ich hier überhaupt Schaden machen? Ja. Also, man sieht. Kann ich mit der Maus dahin zeigen? Nee, egal. Anders. So, da. Ihr seht den Angriffswert von Sally. Ist ein Angriffswert von 16. Ihr seht bei ihr, sie hat eine Verteidigung von 10. Sprich, ich würde ihr mit meiner Lanze 6 Schaden machen. Nicht? Das Spiel betrügt mich doch nicht. Okay, das Spiel macht komische Sachen. Wieso mache ich nicht? Hä? Hey? Theoretisch sollte ich einen Angriff von... Moment. Theoretisch sollte ich 6 Schaden machen. Aber gut, anscheinend funktioniert das nicht immer. Ich nehme für den Avatar immer Lockdown.
Weil mir die anderen Wetter dann doch zu wichtig sind. So, mal wechseln. Kannst du hier einmal heilen. So, jetzt hat erstmal Lissa so ein bisschen was zu tun. Sie muss jetzt erstmal jeden durchheilen. Sie braucht die Erfahrung. Ja, an sich stimmt das mit der 6, aber eigentlich müsste jeder einzelne Angriff 6 Schaden machen. Rein theoretisch. So. Du bist voll. Du hast eh keinen Schaden. Das heißt, du kannst schon mal zur Seite. Du hast noch Schaden bekommen. Lockdown senkt Werte? Es lenkt nur das Glück oder nicht einfach. Glück ist ja nur zum Critten da, oder nicht? So. Und auch noch heilen. So, wie viel zieht das so ab? Passt das diesmal hier? Du hast einen, Moment, einen Magieangriff von 10, eine Resistenz von 9. Das passt auch irgendwie nicht so ganz hin. Achso, für die ganzen Sachen ist es auch da. Naja, ist auch nicht schlimm. Ich will den Avatar eh nicht verwenden, von daher. Der fliegt eh sofort wieder raus, sobald ich mein Team voll habe. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, das kannst du eigentlich machen. Du wirst davon schon nicht sterben. Dahin. Dann nochmal heilen. Und noch ein Level up. Sehr schön. So, bist du erstmal wieder weg. Ich glaube kaum, dass du mir irgendwie Schaden machen kann. Ja doch, du kannst einen Schaden machen. Wow, Sumir. Respekt. Kann ich den irgendwie so runterschwächen? Das macht zu viel Schaden. Nee. Wie viel würde Jan machen? Das ist auch zu viel Schaden. Wie viel würdest du im Nahen? Ach komm. Dann warten wir eine Runde einfach. Ach ja, stimmt. Genau. Der Untergrund. Das habe ich ganz vergessen einzubrechen. Das macht nochmal 3 Schaden runter. Also 3 Verteidigungen gibt das extra. Deswegen macht das weniger Schaden. Das habe ich ganz vergessen mit einzuberechnen. Das Level muss ab. Das Level muss ab. So, jetzt hast du danach noch 8. Ach komm. Machen wir es zu Ende. Und tot. Muriel muss auch noch ein kleines bisschen trainiert werden. Also eigentlich nicht wirklich. Eigentlich muss nur die Beziehung zwischen Stell trainiert werden. Aber gut. So, und die erste Mission ist auch bereit. Und drahtlose Funktionen. So, Cromet Frederick schon B-Rang. Mit Lissa ein bisschen was. Mit Sumir ein bisschen was. Und Sally Callum auch nochmal ein bisschen was. So, irgendjemand was, das er noch nicht braucht. Du bräuchtest keinen Hammer. Da du eh nicht mehr kämpfen wirst. So. Die Mission zuerst. Nee, Moment. Machen die obere Mission zuerst und danach machen wir die da unten. Weil ich bekomme Romy keinen Charakter. Wir machen die da unten doch nochmal zuerst. Ja. Plopp. Ich habe bei mir alle Kampfszenen und sowas ausgeschaltet.
So, mir und Callum dürfen aussetzen. Boah, akzeptiere ich. Dann kann Crom mit Jan gleich rumlaufen und Frederick bekommt Donny. Mal schauen. Packen wir dich mal dahin. So. Hier vorne ging dann Stella und Muriel entlang. Naja, Sally muss eigentlich Donny bekommen, das ist ihr Mann. Oder das wird ihr Mann. So, hallo Donny. War in dieser Mission, wie sieht denn der Boost aus? Du bekommst 2 Stärke und 2 Verteidigung. So vom Wichtigen. 4 Stärke, 4 Verteidigung. Okay. Das machst du. Machst dann immerhin 8 Schaden. Kann ich dich so leicht runterschwächen? Nicht ohne, dass du mich leicht runterschwächst. Okay, da ist er tot. Ja, das sieht nach einer leichten Schwächung aus. Nicht angreifen. Oh, gut, Crom. So, ja. So. Gegner 1. Na gut, du hast schon mal ein Schwert. So, dann stellen wir dich mal dahin. Und Sally darf hier alleine rumreiten. 5 Verteidigung. Wie viel hat sie? 3. Wie viel hat sie, wenn... Auch 5. Okay, wenn sie wechseln, haben die eh gleich viel Verteidigung. Sache ist aber, sie ist die Heilerin. Sie sollte vielleicht nicht geschwächt werden. Du kommst bis dahin. Das heißt... Wald, Wald. Da ist Wald. Sehr schön pariert. Und Waffenlevel D. Ach, da kommen die Leute schon. Ich mache auf jeden Fall zwischendurch Pause, keine Sorge. 33%, dass sie mit angreift. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Und sie greift wieder nicht mit an. So, wie schnell kriegst du den kaputt? 12 Schaden müsste ich ihm irgendwie machen. Ja, das sieht gut aus. Dann können die sich nämlich dort um die Leute kümmern. Und du hast mehr Verteidigung. Ja, das sieht besser aus. So. Und Donny macht den kaputt. Wunderbar. So, ein Gegner noch. Dann haben wir Donny im Team. So, 7 Verteidigung, 13 Angriff. Bleib mal da, dann greifen sie da oben an. Wobei, vielleicht läuft er auch da runter. Ach, endlich greift Muriel mal an. Eine Fire Emblem Nuzlocke. Nee, danke. So, Muriel hat D erreicht. Sehr gut. So, du... Kannst du den schwächen? Okay. Wie viel Schaden machst du? 8. Einmal wechseln. 9 mal 2. Es könnte klappen, wenn Crom nicht mit angreift. Tja, schalte das Spiel auf schwer. Da hast du eine Nuzlocke. So in etwa. Na gut. So, wie viel Angriff habt ihr so? 17 und 16. Da bekomme ich aber nochmal einen Verteidigungsboost von 1. Heißt 8. Immer noch weit zu wenig. So, auf hier. Ich habe bei den beiden keinen Heiltrank eingepackt. Das ist sehr gut. Du hast eine Verteidigung von 8, ne? Nein, das tut zu sehr weh. Und eine Verteidigung von 8. Ist auch nur 8. Die haben alle nur 8 Verteidigungen. Trotz. Keine Fernangriffe. Das heißt, im besten Falle kann eh nur einer angreifen. Na gut, dann packen wir mal Sally dahin. Überlebt das schon. Zur Not haben wir noch ein paar mehr Leute, die draufknüppeln können. Und eine Heilerin direkt nebenan.
So, mein lieber Dieb, du bist so schnell, dass du zweimal angreifen kannst, ne? Auf beide? 8 Geschwindigkeit. Nee, so kannst du nicht mehr zweimal angreifen. Da darf jeder nur einmal ran. Oh, da macht er sogar direkt mit. Sehr gut. Reicht das? Nein! Um einen Punkt. Und bei dir reicht das leider natürlich. Außer, Frederick greift mit rein. Zu 23%. Na komm, hau ihn um. So. Mal hier heilen. So, die können ja schon mal vorauslaufen, die beiden. Kriegst du den Tod? Ja, perfekt. Dann kann ich auch noch einen Schritt nach hinten gehen. Sehr schön. Extrem macht Spaß. Mir hat schon schwer keinen großen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da keinen so großen Spaß daran, wenn ich da so, ja, so groß stark überlegen muss. Ich möchte doch lieber relativ angenehm spielen. Schön gekrittet. Moment mal, den kann doch hier Donny fertig machen, oder? Mal hier von unten. Ja. Gut, damit haben wir Donny jetzt dabei. Wow. Sowas möchte ich bei Donny sehen. Sehr schön. Kriegst du den Tod? Nee. Okay, dann mach du das mal eben. Ja. Zack. Zack. Gut, dass Sally eh gerade nichts zu tun hat. Hol dir mal das Glitzerfeld dort. Oh, sehr schön. So, der Dieb läuft jetzt erstmal nach unten und versucht hier mit seiner Ware zu entkommen. Wie weit kommst du eigentlich? Nee, viel zu weit. So, blockieren wir noch mal ein bisschen. Wobei, ich glaube, ich darf ihm nicht zu sehr den Weg blockieren, sonst haut er woanders hin ab. So, und noch ein Level Up. Der talentierte Donny. Oh ja. So, wir lassen ihn mal den Weg frei, dann locken wir einfach hier rein und töten ihn. Da kriegen wir schon noch unsere Meisterlanze. Hallo. 10 Schaden. Ah, kriege ich die 10 Schaden irgendwie drauf? Ja. Nein! Stahl! Musste das sein. So, wie viel machst du? 13, also 5. Und der kommt nicht dran, ne? Ja, aber weitem nicht. Na gut, dann holen wir uns mal das Feld. 10 Erfahrung. Jupp, ist auch schön. Du kommst mal mit. Und du kommst mal natürlich mit. Oh, ich hätte Meryl heilen können. Ach gut, der hat noch nicht mal getroffen. Also ist auch schön. 10 Schaden. Das kann auch Sally sicher alleine nochmal. Ja. Gut. Level up für sie. Hat sie sogar direkt nochmal ein bisschen mit Donny rumgemacht. Währenddessen. Beim Kampf. Sowas macht Sally. So, dann heil mal den armen Donny. Wer hat jetzt eigentlich den Truhenschlüssel bekommen? Du hast einen Türschlüssel? Da, du hast den Truhenschlüssel. Das heißt, du gehst nach oben. Du gehst mal dahin. So, dann locken wir wieder mal den Gegner hin. Dann dürfen die dann zusammen machen. Locken wir den Gegner an und heilen. Jetzt brauchen wir ja schon eine Heilung mehr für ein Level Up. So.
Puff, daneben. Oh, das war sogar ein Axttyp. Das war keiner mit einer... mit einem Bogen. Naja, auch nicht schlimm. Nee, das war nicht so ganz, was ich machen wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich Sully mit Donnie zusammenpacken. Es hat nicht so ganz geklappt. Egal. Ja, der und sein Glück. So, dich noch kaputt. Ja. Sully ist halt mal zwei, selbst im Kampf noch mit dem armen Donnie rummachen. Wahrscheinlich trinkt sie dabei noch ein Bier und schaut Fernsehen. Ganz genau. Oh, noch ein Tonschlüssel. Na gut, dann könnt ihr das machen. Tauschen. Nehmen wir mal den einen Tonschlüssel. Und ihr geht... Oh, du kannst sogar... Ah, okay, ein KP heilen. So. Dann geht ihr mal die Truhe hier holen. Rettung! Yay! So, da ist aber noch ein Bogenschütze. Ja, den lockst du an. Und nimmst dir jetzt mal Donnie zum Freund. Moment. So. Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt so intelligent war. Weil jetzt habe ich niemanden, der das finishen kann. Oh, sehr gut. Kannst ihn nicht töten. So, tap, tap. Und Donnie macht kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Da kannst du nicht heilen. Wow, sind mal fast alle geheilt. Sehr schön. So viel Schaden machst du dem? Der macht 10 Schaden. Wow. Sogar so eine Höhe, aber gut, der hat auch eine Axt und eine Lanze, aber trotzdem. Okay, das überlege ich mir dann gleich mal. Vielleicht kann Donnie ja doch noch was machen. Wie viel Schaden? 6. Oh Gott, du tötest mich. Das ist 12 Schaden. Das ist 10. Gut, dann machen wir es mal so. Stell dich mal dahin. Hier können wir währenddessen noch weiter ankommen. Und schauen wir mal. Sehr gut, getroffen. Waffenvorteil erhöht die Genauigkeit, dass man trifft. Ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel, aber es erhöht halt die Genauigkeit. So. Kannst du ihn hier einmal grillen. Und dann greift Stahl mit an. Ah. Ja gut, hat immerhin Meryl auch ein bisschen Erfahrung bekommen. I'm Donnie. Hallo Donnie. Was geht? So, ich brauche mal eine neue Heilung. Lissas Heilung geht langsam aber sicher kaputt. So. Und Marion Stahl. Endlich auf B-Rang. Sehr gut. Ja gut, ihr bei euch beiden passiert nichts, weil ihr einfach nie kämpft. Das ist halt die Sache. Ich müsste die echt mal ein bisschen kämpfen lassen. Den euren Vike. Naja. Schauen wir mal schnell durch. Die Rettung brauchst du nicht. Deine Sachen brauchst du nicht. Du gibst dir noch die Heilung. Brauchst du nicht. Da du eh nicht trainiert wirst, brauchst du auch alles nicht. Knapp 200 Zuschauer. Um 11 Uhr morgens. Meine Güte, Leute. Seid echt cool. So, nee, du brauchst nichts. Du brauchst ein Heilmittel. Du
wirst auch bald kämpfen, das heißt, du brauchst auch eins. Du brauchst eins. Du brauchst eins. Du brauchst eins. Okay, das waren alle. Na dann, ab zur nächsten Mission. So, wen nehmen wir denn jetzt hier mit? Schauen wir mal. Ich glaube, der Heiler wäre auf jeden Fall gar nicht mal so blöd. Ich glaube, ich sehe dem sogar nochmal so mir mit. Aber nee. Ich nehme mal Sully. Ja. Muriel. Muriel haut wenigstens gut rein mit ihrer Magie. So, setzen wir dich mal dahin. Und dann machen wir mal. Das ist noch nicht mal Just Dance. Ja, das stimmt. So, wollen wir es mal diesmal andersrum. Vielleicht kann ich ja sogar ein bisschen Schaden machen. Du hast 18. Oh Gott, es tut weh. Das ist aber dafür nur 3 Verteidigung. Das heißt, ich mache dir auch mal 13 Schaden. Du hast 0 Resistenz. Was ist mit der Geschwindigkeit auf? Oh, ich habe sogar 2 Angriffe gegen dich und töte dich damit. Das ist cool. Gut, dann machen wir das mal so. Dann kommt mal her, ihr beiden. Nee, ihr müsst nicht unbedingt kommen. So, du tötest ihn. Du machst 13 und 13. Sehr gut. Die Sache ist, du überlebst aber 2 Angriffe, ne? Ah, locker. Du überlebst nicht mal einen. Das heißt, wir räumen dich jetzt mal schnell weg. Und hauen dann einmal da drauf. So, einen Angriff überlebst du eh noch. Ja, und der ist hundertprozentig tot. Puff, puff. Und Level up. Man muss mindestens 5 mehr haben, glaube ich. Ich weiß doch, ich glaube genau 5 reicht auch. So, nochmal ein bisschen Erfahrung für sie. Und du bist raus. Gut, und damit kann Valk für diesen Kampf nicht mehr mitmachen. Viel zu viel Schaden bekommen. Das ist der Tag des tanzenden Jesse. Wobei, ich kann dich ja mit einem Heilmittel heilen. So ein kleines bisschen kannst du ja theoretisch ja doch noch mitkämpfen. Wer ist das eigentlich? Du da, ne? Du hast einen Wurfball. Ja. Dann locken wir dich mal hier runter. Du hast auch einen Wurfball? Ja. Wurfball macht 14 Schaden, 9. Autsch. Du hast sogar 17. Du hast nur einen Resistenz. Oh, wie süß. Dann warte ich hier und empfange dich gerne. Ja, hat eh wahrscheinlich gar keinen Schaden gemacht. Moment, wie viel? 13, 16. Oh, lieber dich kaputt. Kling. Lauf mal darüber und heil mal gleich. Joa. Wie viel Schaden bekommst du da? 9. Okay, das kann ich ertragen. Und tschüss. Jetzt hat da kein Schaden. Ja. Und tschüss. Ja, sogar Jan hat mit angegriffen. Sehr schön, Jan. You can do it. Wow, du hast einen Stärke dazu, Punkt Stärke dazu bekommen, Muriel. Das hat jetzt unglaublich geholfen. Ah, ja gut. Ach, jetzt habe ich das Rapier noch ausgerüstet. Derp. So, dann laufen wir jetzt mal hoch Richtung Marth. Und diddlidim. Da, 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 da. Immerhin.
Es war schon fast ein Feld zu weit. Achso, du bist gar nicht geschwächt. So, 17 Verteidigung. Macht mir trotzdem 5 Schaden. Geschwindigkeit 10, Geschwindigkeit 13. Das heißt, jeder greift nur einmal an auch. Okay, dann stellen wir uns mal hier hin und schauen mal, ob er herankommt. Ja. So, das kann ich leider nicht. Ach, ich habe immer noch den Rapier. Na ja, komm. Bla, bla, bla. Oh, sehr gut. Wow, genau auf 1 KP runtergebracht. Da darf ich mir jetzt sogar aussuchen, wer ihn kaputt macht. Kriegst du das hin? Ah, zu 70%. Ah. Egal. Ich hau drauf. Wenn nicht, machen wir die müssen einfach nochmal von Anfang. 70%! Gut. Hat er noch ein Level abbekommen. Ach so. Ich dachte irgendwie, warum schauen hier überall Leute um? Das war das aus dem Spiel. Die Arena. Tatsache. So. Focus Miss. Ja. 70%. No risk, no dead bike. So, damit haben wir auch die Missionen da. Oh, eine Händlerin. Und noch eine Händlerin. Was haben wir denn da für schöne Sachen? Eisenaxt, Würmtöter, Eisenschwert. Nichts Tolles. Eisenaxt, Sakralbogen. Nichts Interessantes. So, Lissa und Vaik. Yay, endlich mal auf C. Yolo-Mode aktiviert. So, leg das einmal weg. Lass erstmal dein Fallchen wieder aus. Du kannst es doch eigentlich behalten. Machst du vielleicht nachher mal ein bisschen mehr Schaden. Das kannst du mal aufladen. Du hast mittlerweile 9 Magie. Das könnte vielleicht reichen. Vielleicht auch nicht. Ach ja, jetzt haben wir Lonzu dazu bekommen. Lonzu dazu. Ha, 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 ha. Joa. Na dann, auf zur nächsten Mission. Ich habe noch meine Rufbelohnungen. Ja, kann ich mir auch in irgendwann holen. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wie war das? Lissa, nimm dir mal die Rettung. So, jetzt muss ich mal gucken. Rettung macht 1 minus 1 bis Magie durch 2. Das heißt, 4 Felder weit. Also wenn du hier stehst, 1, 2, 3, 4. Wenn du hier stehst, 1, 2, 3, 4. Ja, da könnte es passen. Wie weit kommt die? Ich glaube, ungefähr bis hierhin können die hinkommen. Ja. Dann machen wir das hier so, dann stellen die euch beiden dahin, dann könnt ihr die gleich mal retten. So. Wir haben jetzt eigentlich alles dabei. Und zu dich brauche ich noch nicht. Dafür kommt Donny mit. Und so muss noch ein bisschen warten, bis seine Partnerin kommt. Aber eigentlich kann ich Frederick raus haben und dann Lonzu hier rumreiten lassen. Oder rumlaufen lassen. Wenn er noch alleine rumlaufen muss. Weil wenn ich so Chrom mir so anschaue, dann kann Chrom eigentlich auch genauso gut auch alleine rumlaufen. Dann laufen Lonzu und Jan gleich ein bisschen rum. Warum eigentlich Lissa und Vaik? Ich brauchte irgendeinen Partner für Lissa. Und ich glaube, Vaik gibt nochmal ein paar schöne... Vaik gibt da noch ein paar gute Klassen auf. Owain. Keine Ahnung. Ich hatte mir das alles vor ein paar Wochen mal durchgedacht und dachte mir, das sieht doch ganz nett aus. Mal hier austauschen.
Na, wobei, so ist eigentlich ganz gut. Dann können die Reiter direkt vorfliegen. So. Die Reiter fliegen vor. Yo! So, einmal dahin. Zack, zack. Nee, dahin. Stab, Rettung. Und einmal runter mit euch. Blitze, es gilt auch für dich. Keine, Dingens. Keine Caps Lock. So, reicht das? Oh, locker. Oh, komm. Nö, kein Crit. Egal, ich hab ihn angegriffen. Henry und Libra sind beide, glaube ich, besetzt. Henry hat Sumia und Libra hat Maribel. Neun. Autsch. Wechseln wir mal. Ja, das sieht schon viel besser aus. Ja, das sieht viel besser aus. Gut gemacht. Und dann läuft ihr mal da. Das ist auch ein Magier. Nur 10 Schaden. Oh Gott. Mit wie viel? 7 Verteidigung. Cromshell, du dich mal dahin. Und du direkt dahinter. Nein! Jetzt greift... Ach. Jetzt habe ich Sully dahinter noch mitgehabt. Sollte manchmal echt ein bisschen aufpassen. Das sind jetzt ein paar unnötige Punkte für Sully. Moment, erst einmal. Nee, ich komme nicht dran. Nee, ich komme nicht dran. Na gut, dann locken wir mal die Gegner einfach hier runter. Geht ja auch. Nee, ich komme nicht dran. Das war ein bisschen doof jetzt. Aber ich glaube, der Magier ist eh der Einzige, der dran kommt. Ja. Gute Resistenz. Ja, dann können wir den Angriff auch hierhin locken. Dann starten wir es hier nochmal kurz neu. Jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder ein paar zu viele Punkte auf. Auf Chrom mit Sully. Sicherheitshalber nochmal neu starten. So. Die holen wir wieder mal runter. Verteidigung, 7 Verteidigung. So, du stellst dich mal dahin. So, das nochmal. Hey, diesmal hast du gekrittet. Sehr gut. So. Ach, falsche Waffe. Na, wobei, ist jetzt auch egal. Ne, und diesmal habt ihr dafür nicht getötet. So. Dann packen wir Donny nach vorne. Das ist, wenn überhaupt, dann wird Donny helfen. Ja, sehr gut, Donny. Hast du ein bisschen mitgeholfen. Und kriegst da gerade voll aufs Maul. Ja, gut. So. Ja, aber dafür hat Chrom keinen Schaden bekommen. Nur jetzt. So, du kannst mich treffen. Du könntest mich danach auch noch treffen. Aber es macht nur 3. Ja gut, das ist ja fast kein Schaden. So, Maribel muss auch natürlich noch ein bisschen leveln. Wobei, auf welchem Level ist sie eigentlich? 3. Gott. So, du kannst mit den Heilern da hinten mitgehen. Und tschüss. Warte mal. Oh, das macht sogar gar keinen Schaden? Achso, weil der andere zuerst angegriffen hat. Idiot. Verstärkungen. So. Jo.
So, Donny. Du kriegst uns viel Schaden. Sally ist aber auch nicht gerade besser. So, wie viel Resistenz? 2. 7 Schaden nur. Okay. Kann ich noch akzeptieren, nachdem Lonzo hier wieder jemanden wegkrittet. Und einen Wurfball erhält. Okay. So, du wartest hier, dass die Gegner kommen. Jetzt ein Purgativ. Na gut, dann gehen wir kurz zur Seite. Dann kann Lissa mal ihren Bruder heilen. Ricken kommt auch erst sehr viel später dran. Na denn. Ja gut, kein Schaden. Und du tötest wieder mal alles tot. Du tötest alles tot. Wow. Ich habe manchmal so meine Momente, dann sage ich so schöne Sachen wie du tötest alles tot. Kann man auch lebendig töten. So, kriegst du ihn jetzt tot? Nee. Du? Nee. Das heißt, Cromwell weiter aufräumen. Nicht einmal, er. Ach, immer diese Myrmidonen. Und Schaden. 6x2. Oh. Ja, hier. Der macht mir ja keinen Schaden. Immer der Crit, den man nicht braucht. So, ich kann gerade mal dahin gehen. Gut pariert, Donny. Auch wenn es nicht nötig gewesen wäre. Ich mache keine Facecam, ich mache eine Dancecam. Ganz genau. Schöne Wert. Oh! Dich habe ich ja ganz übersehen da oben. Ups. Na gut, kein Problem. Lonzo klärt. Und wird geheilt. Passt. So, auf dich habe ich gewartet. Reicht wieder mal nicht. Egal. So, einmal dahin. Genau, so gibt es Dance Game dann mit mir. Können wir das hier mal anmachen? Fällt mir gerade so auf. Mal dahin. Du gehst mal dahin. Ja. Dann warten wir mal. Greifst du sogar wirklich Maribel an? Nur weil sie sich nicht wehren kann. Ach, Donny, du bist noch so schwach. Drache. Okay, das fällt. Dann locken wir dich mal runter. Und das schafft Donny. Außer er ist so lebensmüde und greift Lonzo an. Okay. Zumindest ist der Typ nicht lebensmüde. Wow, Level 10 schon. Was macht Charme nochmal genau? Treffer und Ausweichen plus 5 innerhalb von 3 Feldern. Ja, das passt gerade ganz gut. Komm, mach mit Sally. Schade. Du überlebst aber noch einen Angriff. Können jetzt ja mal hier mal ein bisschen nachziehen. So, haben wir irgendwas Schönes um eure... Jawoll! Beziehung verbessert. So, du stehst mal so als Partner daneben. Irgendwo daneben. Hör, Zell hat immer noch keinen Bock anzugreifen. So, zack.
Sehr gut, mal ein bisschen stärker erhöht. So, heilen. So, jetzt locken wir erstmal den da raus. Komm, spiel mal Lockvogel, Crom. So, wie weit kann der Boss angreifen? Ja, Crom spielt erstmal jetzt den Lockvogel. Diddlidlid. Heilung ist zerbrochen. Oh no. So, wie weit könnt ihr gehen? Nicht weit. Gut. 8. Kannst halt die mehr machen? 2 mal 10. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Du bist sowieso der Monstermörder. Wie sieht's mit dir aus? 13. Ja, das ist auch ganz gut. Ja, perfekt. So, Le Boss. Bei hier können wir sogar noch jemanden anlocken, ohne dass der Boss kommt. Und zu, mach du das mal. Sehr gut. Ja, einfach wettkritten. Fast. Ich habe sehr viel Decay. Mhm. Gut. Crom? Ich würde sagen, du packst das. Deine Schwester steht hier zur Heilung bereit. Und Donny steht auch zum Kämpfen bereit. Na denn? Ach, du hast doch Fernangriffe auch noch. Ja, sehr gut. Wobei, so kann ich dich nicht aus dem Wald angreifen. Oh! Stimmt, ich vergaß. Falchion ist eine Anti-Drachen-Waffe. Es könnte reichen. Ja. Nun muss das hier noch schnell. Waffenfertigkeit erhöht. Okay. Moment, dann stellen wir mal Donny hier hin. Kann er eventuell mit angreifen. Ja, jetzt habe ich sogar eine 100%ige Chance. Sehr gut. Okay, ich habe Orton besiegt. Tja, den wird jetzt wohl niemand mehr orten können. Ha! 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 Ja. Gut. Und die nächste Sidequest. Die werde ich aber erstmal noch auslassen. So, Unterstützungsgespräche zwischen Crom und Lissa. Ja, das ist nicht so schlimm. Zwischen Jan und Lonzu. Ja, das ist auch in Ordnung. Zwischen Donny und Sully. Endlich mal. So. Wir können dann sich mal kurz hier rüber gehen. Wie viel habe ich eigentlich an Ruf? 6610. Ich könnte mir schon mal die wichtigen Sachen mal rausholen. Den anderen Zeugs brauche ich noch nicht. Habe ich noch kein Meistersiegel? Bin ich gerade blind? Ich habe noch kein Meistersiegel. Hm. Anscheinend auch keins. Naja, auch egal. Bonuskiste. Was haben wir hier noch? Bonus-Items. Was? Kann ich wahrscheinlich noch gar... Moment. So, jetzt sind die Sachen da. Aber ich kann eh nichts mit anfangen, von daher. Alles A oder B. Naja. Streetpass-Team. Nicht gerade das beste Streetpass-Team, aber gut. So, lange noch ein paar Sachen. So, die brauche ich erstmal nicht. Hm.
Nee, Moment. Mission wollte ich machen. Na dann. Ab zur nächsten Mission. Gaius. Deine Frau steht auch noch nirgends hier rum. So, du kommst nicht mit. Du kommst nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wen habe ich denn jetzt wo? Muriel braucht jetzt noch auf der anderen Seite dort. Nein, noch eine zweite Heilerin. Ja. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so doof eigentlich. Palner? Dein Mann ist auch noch nicht da. So, mein lieber Gaius. An dich kommen wir ja ganz fix ran. Das heißt, ich werde die beiden wieder zusammenpacken. Das heißt, ihr macht hier den Job fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte brauche ich dafür. Das heißt, Frederick sollte vielleicht doch wieder mitkommen. Die Sache ist, wen kann ich da so sicher hinstellen, dass er auch alles tötet? Eigentlich keinen. Mit 3... 14, das heißt da 3 Schaden, da 0, da 3, da ein bisschen mehr. Hier und da haben wir 3 Schaden, bekommst du. Na gut, Frederick, du musst da... Ach Moment, ich muss erst den Gegner hier weghauen, danach kann ich das erst machen, ne? So, Frederick und Lonzu, ihr kämpft da in der Mitte. Nimm dir dann auch mal ein Heilmittel mit. Na denn. Shorty. The fuck are you da talking? So, du kommst bis dahin. Heißt, dahin laufen. Bei Moment. Doch, dahin. Also, du unterstützt dort. Und du kannst doch nicht mal kaputt hauen. Wow. Wie weit kommt der eigentlich? Ah, perfekt, nicht bis zu Lissa. Aber ist eigentlich egal, wo ich stehe. Na denn, draufhauen. So, du läufst mal darüber und hilfst denen dort. Bis dahin, bis dahin. Beide nicht gerade viel Verteidigung, aber gut. Du kommst bis dahin, bis dahin, bis dahin. Das heißt, die stellen wir dahin. Die stellen wir dahin. Und da. So. Ja, doch noch ein kleines bisschen schneller, als ich dachte. Und och, ihr macht mir doch ein kleines bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Na gut, der Rest läuft dann nur noch. Hallo, Palne. So, einmal hier reden. Hi. Einmal wechseln und angreifen. Yes! So. Kann ich auch mit dir kämpfen? Theoretisch ja, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Ich bleibe hier erstmal auf ihn. So, Gaius. Lauf mal darüber. Nimm dir mal kurz Palne mit. Ich habe das Gefühl, die da hinten werden Heilung brauchen. Ich habe das Gefühl, die hier brauchen gerade ein bisschen Heilung. Haut echt nicht gut rein, meine Leute, ne? Okay, den könntest du töten. Den kriegen wir auch schon mal tot.
Beide 17 Angriff. Oh, dann kriegst du nicht mehr tot. Ja, jetzt doch. Oh, perfekt. Tut zwar gleich ein bisschen weh, was da kommt, aber es ist zumindest nur ein Angriff. Und der andere wird wahrscheinlich dadurch dann auch sterben. So. Perfekt. Warum Kino, wenn man Shorty hat? Sehr gut. Ein bisschen Resistenz hätte ich gerade sogar eher haben wollen. Eieieiei. Sully. Pass doch auf, was du da tust. Marth, pass doch auf, was du da tust. Ich komme mir gerade ein paar zu viele Gegner rein, habe ich das Gefühl. So, du gehst da oben erstmal die Sachen holen. Du kommst aber auch noch wirklich an nichts dran. Ich hätte die theoretischen Heiler eigentlich auf diese Seite hier stellen sollen. Meine Leute hier sind fast tot. So, machen wir dich erstmal weg. Ah, perfekt. Du kriegst den sogar tot. Sehr gut. So, die Sache ist, er kämpft hier ganz allein in der Mitte. So ziemlich. Wie sieht's mit dir aus? Verteidigung. Ach, du hast ja fast die gleiche Verteidigung, sehe ich gerade. Huch. Okay. Dann klopfst du hier drin weiter rum. So, wer kommt so weit ran? Ist der wahrscheinlich, ne? Ja. So, das darf Chrom erledigen. Gut. So. Irgendwie können die hier gerade nicht so wirklich was machen. Die würden nur aufs Maul bekommen, wenn ich die weiter nach vorne setze. Könnte ja mal... Kriege ich den gelockt damit? Aber den leider auch dann. Na, steh weiter rum einfach, Lissa. Und siehe schön aus. So, schon mal gar keinen Schaden. Ah, perfekt. Gegner weg. Und Level up. Ja, ein bisschen Verteidigung ist immer nett. Ei, lass doch Martha in Ruhe. Gut, schon mal nicht getroffen. Du bist tot. Sehr schön. Ich kann Fire Emblem jedem nur empfehlen, der so ein kleines bisschen Strategiespiele mag. Ist es für mich weiterhin das beste Spiel für den 3DS. Einmal eine Heilung. So, du kannst dich erstmal jetzt um die Truhe trümmern. Gaius geht jetzt erstmal Truhen vertrümmern vor allem, ja. So, du kriegst den tot. Kriegst du den hier tot? Ach, so viel Schaden. Andersrum, kriegst du den tot? Ja. Weg. Kriegst du den tot? Oh, perfekt. Obwohl ich komme, dass es der Partner angreift. Das ist eine bestimmte Chance bei jedem Angriff, dass da jemand mit angreifen kann. Man sieht jetzt quasi jetzt ganz unten unter den Werten, da steht Frederick 26% Angriff und zu 1% kann er den Angriff auch abblocken. So, du kannst mir eh keinen Schaden machen. Kein Schaden ist gut. Oder so flux nur. Ja. Ist scheißegal, wen ich angreife. Die können beide genau gleich viel. So, wo ziehen wir dich jetzt hin? Au, lass doch Donny in Ruhe. Siehst du, was hast du jetzt davon? Gut pariert. Was denn? Was zum Teufel habt ihr vor mit ihm? Kann es sein, dass Muriel mittlerweile eine unserer stärksten Einheiten ist? So, und Boss kommt jetzt auch.
Das heißt, ich habe jetzt noch viel Zeit, um fix mal alle zu heilen. Ich glaube, dich zu heilen wäre wahrscheinlich sogar das Beste noch. So, Level up! Geschwindigkeit und Glück. Na, immerhin. So, du stellst dich mal dahin. Du nimmst dir das Feld noch mit. Waffenfertigkeit erhöht. Okay. So, und du kommst da mal hin. So. Die halten beide eh magisch ziemlich genau das gleiche aus, von daher. Ist es egal, wen ich da heile. Aber Muriel kann es ja gleich noch ein bisschen was machen. Von daher heilen wir Muriel auch einmal. So. So, wie viel Magieangriff hast du denn? 17. Und eine Resistenz von 10. Das heißt, du machst mir 10 Schaden. Geschwindigkeit 9, Geschwindigkeit 15. Das heißt, ich greife zweimal an. So, wie war das? 10 Schaden? 17? Ja, das heißt, wenn ich da drauf stehe, machst du mir nur 9 Schaden. Und ich kann mit 15 zweimal 5 draufhauen. Mit Donner sogar zweimal 6. Okay. Und der Rest steht dann da. Bereit zum Angriff. 9. Wow. Wow. Ist gut, Muriel. Immer mit der Ruhe. Du musst doch nicht gleich zweimal kritten. Gott. Ich glaube, Muriel war heute gerade ein bisschen aggro. Eieiei. Noch ein Händler. Wow, wir haben keine Gegner irgendwo auftauchen. Oh, Purgativ. Oh, come on in. Sehr gerne. So, Müll und Stahl auf A-Rang. Sehr gut, das heißt, ich kann sie bald rauspacken. So. Machen wir direkt mal weiter oder kloppen wir erstmal ein paar Gegner? Ich glaube, ich kloppe erstmal ein paar Gegner. So, trainieren wir ein kleines bisschen. Ab jetzt hat Marth Brüste. Ganz genau. Nein. So, wen nehmen wir denn mit? Seine Donny, also die beiden könnte ich mitnehmen, damit sie gleich fertig sind. Vike könnte jetzt mal ein bisschen kämpfen, vor allem. Euch beiden brauche ich nicht. Habe ich sonst irgendein Pärchen schon da? Ich glaube noch nicht, ne? Nee. Dürfte noch nicht sein. Gut, ihr seid ja schon stark genug. Können wir uns zu noch ein bisschen leveln? Gaius eigentlich auch. Weil Gaius würde wahrscheinlich eh nur Partner sein. Na gut, dann leveln wir uns noch ein bisschen mit. So, ihr beide seid bereit. Und ihr da unten auch. So, der kommt dran. Der nicht. Der nicht. Okay, einer kommt dran. Wo ist mal das Teil da oben? So. Waffenfertigkeit erhöht. Ja, das ist gut. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Wow. Kommst aber weit, aber du hast auch eine Fernwaffe. Na gut, dann locken wir dich mal. Autsch. Kriegst du den kaputt? Ja. Weg.
Crit und weg. Ach, Valk, du bist so schwach. Weißt du das? Na, ich greife mal noch nicht an, ich heile mich mal. Sonst kommt der da unten gleich auch noch an. Falscher Charakter vorne. Ja, das sieht schon mehr nach was Gutem aus. Müll boxt hier einfach alles weg. 12 Uhr mittags, bleibt das Wüstenduell. Das könnte danach auch noch kommen. Ist Donny stärker? Nee. Kriegt Donny weniger Schaden? Tatsache, Donny kriegt einen Punkt weniger Schaden. Aber ich glaube, Muriel bekommt jetzt eine Menge Schaden. Gut, Lonzu räumt hier gerade gut ab. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht mitnehmen sollen. Oh, sie gehen sogar nicht auf Muriel. Sehr gut. Okay, ich glaube, sie haben was gegen Donny. Eindeutig. Ja, guten Punkt Verteidigung. Damit macht der mir nur noch einen Schaden. So, knüppel mal den Boss mal eben fix um. Das Crit. Schnitter ist schon fast kaputt. Und weg. Na, wobei, damit steigt trotzdem die Zuneigung zwischen den beiden. Komm, krieg Verteidigung. Danke. So, Donny. Du hast gerade ein bisschen aufs Maul bekommen. Machen wir mal einen weg von denen. Ene, mene, mu. Tot bist du. Ja. Eigentlich möchte er eher, wobei. Eigentlich möchte ich doch eher Donny leveln. Von daher heilen wir ihn mal. Sully könnte eigentlich auch gerne mal mit angreifen. Hätte ich echt nichts gegen. ist immer noch die Chance, dass sie mit angreift. Wow. Ich soll eigentlich die Tür kommen. Machen wir die mal weg. Stört gerade so ein bisschen. Basongas? Nee, Basinga. 6 Schaden. Boah, geht. Zack, zack. Sully hat echt keinen Bock, ihrem Mann zu helfen. Ja, Just Dance kommt noch. Später. Keine Sorge. Das ist nur gerade ein anderer Stream extra nochmal. Weil ich Bock drauf hatte. So, abgeschlossen. Sobald der Basongas hört, ist auch der Micha wieder da. So, Lissa und Vike auf B. Sehr gut. So, warten wir nochmal. Donald und, Donny und Sunny. Sunny? Nein. Sully und Donny. So. Hätten wir die auch schon mal ein bisschen höher bekommen. Gib mal den Goldbeutel ab. Hast du eigentlich noch eine andere Waffe, die du tragen könntest? Mit denen nicht. Ich? Ne, ich habe keine mehr. Dann nehmen wir die Mixturen. So, dann verwenden wir die auch nochmal eben fix. Ah, Schwertkämpfer, ja, das gefällt mir. Eigentlich können die genau die gleichen Partner nochmal so kämpfen. Nur Lonzu müsste mal nach oben. Wobei, jetzt gegen Schwertkämpfer, ne? Und Magier. Jetzt kann Valk ja gar nichts machen. Ja, komm. Dann macht hier oben alles mal.
Wobei, Moment, da machen wir es anders. Schicken wir mal Muriel nach oben. Schicken wir, machen wir das mal so rum. Okay. So. Und das erstmal. Nein, ich habe keinen Plan mehr für 30 Grad im Schatten. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht so heiß wird. So. Dahin. Und du dahin. Und dich kann ich eigentlich dahin stellen. Ja, zwei Schaden ist schön. Ah, sehr gut. Zelle war mit angegriffen. Und bekommen Level Up. Sehr gut. Und keine der wichtigen Werte, die ich eigentlich gerne sehen wollte. Wow. Nur mit der Ruhe, mein Lieber. Auch keine von den Werten, die ich haben möchte. So. Tap, tap. Top. Ja, mal heilen. Womit kommst du eigentlich? Orkan, Lissa ran. Und du auch. Egal, machen wir erstmal dich weg. Vielleicht gibt das auch nochmal ein Level Up. Jo. 230 Zuschauer. Wunderbar. Wow, Donny, du hast Magie dazu bekommen. Dein wichtigster Wert. Off, off, tschüss. Wow! Muriel goes enrage und level up alles. Muriel is the killer. Jo. Ich stelle mir schon vor, wie Muriel da, keine Ahnung. Muriel, die Mörderin, tötet einfach alles. Crittet einfach alles. Poff. Ich glaube, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Wir machen nur 11 Schaden, aber gut. Besser als nichts. Nee, du machst mir ein bisschen viel Schaden. So. Okay, der kommt auch noch dran. Danke, Sally. Oh, machen Level B sogar schon für sie. So, dann. Nimm nun mal dein Heilmittel ein. Den Rest haltst du weg. Hey, Level Up. Nee, Stärke. Irgendwie bekomme ich echt nicht die richtigen Werte erhöht. Ist da hinten noch jemand? Hallo? So, wie viel Schaden machst du so? Ja, zumindest macht er mir nicht viel Schaden. Wie viel Schaden machst du? Im Wald auf jeden Fall sehr viel weniger. Okay, ich kann sie auf jeden Fall schon mal retten dann. So, auf. Sally? No. Sally denkt sich, no. Kein Bock. Oh, ich könnte ihn eigentlich retten. Ich könnte ihn theoretisch retten. Nein? Stehe ich so weit weg von ihm? So, jetzt könnte ich. Ja, wow. Ich lasse ihn einfach da unten. So. Schick mal dich nach vorne. Und Muriel läuft hier einfach rum und jagt die Gegner von hinten oder so. Was eh nichts wird, weil sie da ankommt. Gut pariert. Gut vorbeigeschossen.